So, und dann haben wir noch irgendjemanden, mit dem wir noch nicht gesprochen haben. Bis man ein Schiff fliegen kann. Das hängt davon ab, wie sehr man sich anstrengt. Aber mit Ihrem Verstand, Sie könnten es in ein paar Wochen lernen. Schleimer. Okay, sprechen wir erst mit Suvi, würde ich sagen, und dann mit Kello noch schnell. Die Entdeckung Ayas war genau das, was wir gebraucht haben, Ryder. Die angaranischen Wissenschaftler haben ihre Kenntnisse so freigebig mit uns geteilt. Es war einfach unglaublich. Das Wissen der Angara wird der Initiative eine enorme Hilfe sein. Ja, und wir benötigen sie wirklich dringend. Ich bin dankbar dafür, dass die Angara das Risiko einer Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind. Ich fürchte nur, nicht alle von ihnen sind derart freundlich. Einige schenken einem schnell ihr Vertrauen. Bei anderen muss man es sich verdienen. Ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Ich habe gerade im Augenwinkel eine Mücke an mir vorbeifliegen sehen. Ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass ich jetzt zerstochen werde, während ich Let's Playe. Aber gut, also falls ich mal irgendwann zwischendurch irgendwie seltsam unterbrechen sollte, liegt es wahrscheinlich daran, dass ich aus Sorge über Stiche der Mücke mal kurz unterbrechen muss. Gut, sprechen wir noch mit Kello. Hey, Gil, räumen Sie nach der Reparatur der Sensorkonsole auch mal irgendwann auf? Nein, das ist ein neues Design. Ein neues Design? Ohne ausgebildete Crew? Ich bin ausgebildet und alles funktioniert einwandfrei. Seien Sie nicht so verkrampft. Ist alles okay? Was? Oh ja, alles bestens. Nur keine Sorge. Das war's? Ach komm, Kello, du hast doch bestimmt noch mehr zu erzählen. Was kann ich für Sie tun? Aha, sieh mal an, da gibt's noch einiges. Ich habe das zwischen Ihnen und Gil mitgehört. Es klang ziemlich hitzig. Er will alles umgestalten, aber das Schiff wurde nicht ohne Grund so gebaut, wie es ist. Ich wünschte, Gil würde das respektieren. Deshalb müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Okay, sagt Bescheid, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ich was entscheiden soll. Was halten Sie vom Rest der Crew? Ich muss zugeben, Gil irritiert mich ziemlich. Ständig baut er Systeme um, anstatt sie einfach zu warten. Er macht eben alles gerne auf seine Art. Aber das muss ja nicht richtig sein. Ja, wenn er vielleicht auch mal die anderen fragen könnte. Das ist so nervig. Also Gil hatte ja schon mal gemeint, er sagt immer, dass er Sachen gemacht hat und macht sie dann erst, weil er der Meinung ist, dass er das sowieso hinkriegt. Also der scheint sowieso zu machen, was er will. Und ich muss sagen, der Typ hat irgendwie seltsame Einstellungen. Also der sagt mir überhaupt nicht zu. Wenn es einen gibt aus dem ganzen Team, den ich auswechseln würde, wäre es Gil auf jeden Fall. Was halten Sie vom Rest der Crew? Liam ist schwer in Ordnung. Nur wenige Menschen haben so viel Energie. Aber wahrscheinlich hätte ich ihm nicht sagen sollen, dass wir in der Waffenkammer Geheimfächer haben. Seitdem sucht er danach. Natürlich, alles was er an Waffen krallen kann, das will er haben. Was halten Sie vom Rest der Crew? Dr. Taparo scheint nett zu sein, wenn auch sehr ruhig. Es ist hier bestimmt ganz anders als auf der Hyperion. Weniger Leute im Stase-Schock. Sorgen wir dafür, dass es so bleibt. Ja, wäre wahrscheinlich nicht schlecht. So, das könnten wir noch ein bisschen weiter treiben. Wir fragen nochmal kurz nach Geschichten über die Tempest. Erzählen Sie mir mehr über das Schiff. Ihr Triebwerk basiert auf dem Odyssey-Antrieb der Arche, der uns durch den Orkusnebel gebracht hat. Der Kern speichert die von ihm erzeugte statische Elektrizität in Kondensatoren. Im Prinzip sind wir unsere eigene Energieversorgung. Serena und Tion haben Wochen gebraucht, um das in einem kleineren Schiff hinzukriegen und sich dabei auch den einen oder anderen Stromschlag eingefangen. Klingt super. Okay, das reicht, glaube ich. Dann konzentrieren Sie sich mal wieder auf Ihre Arbeit. Sie wissen, wo Sie mich finden. Gut, ich denke, damit haben wir jetzt erstmal genug an Bord hier gequasselt. Wir schauen nochmal kurz auf dem Terminal, ob es irgendwelche E-Mails gibt. Aber wir hatten ja eigentlich soweit alles gelesen. Nee, es gibt doch schon wieder was. Siehst du mal von Cora. Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber Sarissas Handbücher und Texte sind wirklich eine lohnende Lektüre. Falls Sie mal etwas Zeit haben, besonders empfehlenswert. Ein Fels im Mahlstrom, Ihr klassisches Werk über Strategien zur Krisenbewältigung und Verhalten im Notfall. Die ersten drei Jahrhunderte, Der neue Weg der Jägerin. Ich kann Ihnen das Exemplar leihen, das Nysera mir gegeben hat. 12 Blätter. Eine Mischung aus Meditationen und Betrachtungen zur Taktik. Sie hat es zusammen mit einer gewissen Artinaya verfasst. Reden und Schweigen. Es geht darin um ihre Erlebnisse bei der Schlacht um Kirkus und das politische Geplänkel, das dazu geführt hat. Enthalten sind außerdem Originalvideos vom Schlachtfeld, die zeigen, wie Sarissa ein ganzes Stadtviertel mit ihrer Biotik abschirmt. Sehr beeindruckend. Und Essays aus der Lehre. Enthält ihre Einführungsansprache für neue Elite-Soldatinnen und eine historische Analyse der ersten Azari-Spectres. Hoffentlich gefallen sie ihnen. Cora. Gut. Klingt ganz toll. Leider haben wir die Bücher nicht wirklich
Das wäre natürlich gut, ein bisschen viel vielleicht erwartet, aber wäre ziemlich cool. Und damit geht's auf in die Weiten der Galaxie und zuallererst nach Eos, würde ich sagen. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen, alles ruhig. Na da. Zurück auf Eos. Wir sind wieder da, wo im Grunde alles begonnen hat. Was gibt's Neues über unser erstes Zuhause? Die Kett sind auf dem Planeten noch immer präsent. Es kommt häufig zu kleineren Gefechten und bei Reisen ist Vorsicht geboten. Dafür kenne ich ein Gegenmittel. Okay, was noch? Die Atmosphäre wird zunehmend sauberer, aber in einigen Gebieten gibt es hohe Konzentrationen radioaktiver Strahlung. Nähere Untersuchungen laufen. Außerdem sind die Relikte weiterhin an der Oberfläche aktiv und zudem mit Hilfe seismischer Messungen nachweisbar. Wer ist mein Ansprechpartner für das alles? Ihre Leute, Pathfinder. Prodromos wächst, mit all den Herausforderungen und Entdeckungen, die der Aufbau eines Außenpostens mit sich bringt. Begründet auf Forschung. Sämtliche Daten über das neu zugängliche EOS entspringen ihrer Arbeit. Na dann, lassen wir ihm die Aufmerksamkeit zukommen, die es verdient. Yay! Auf geht's! Und irgendwie laggt es hier ganz schön, habe ich das Gefühl, aber vielleicht legt sich das ja noch. Schauen wir doch erstmal, ob wir hier innerhalb der Siedlung ein bisschen was haben, was wir erledigen können, denn ich glaube, da ist doch ein bisschen was, oder? So, wir schauen mal ganz kurz hier drüben. Hidaria, zu der sollten wir vielleicht gehen. Was haben wir hier? Das ist die aktuelle Position der Tempest. Ach so, okay. Aber direkt vor uns gibt es auch noch was zu erledigen. Schauen wir uns erstmal das an und dann gehen wir am Schluss noch zu Hidaria rüber. Das wird sich doch ganz gut machen lassen. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HMS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Vielen Dank. Das ist ja das mit dem Radiosender, das wir erledigen müssen. Wir schauen erstmal kurz an dem Terminal hier. Verschollene Drohnen. Wir haben einige frühe Sonden gestartet zur Aufklärung und, um Proben zu nehmen. Die feindselige Umgebung von EOS hat bei vielen von ihnen zu Fehlfunktionen geführt. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, in der gesamten Siedlung Türen zu reparieren. Kann bitte jemand nach ihnen suchen? Die Koordinaten der Startpunkte hängen an. Markieren Sie sie mit einem Sender, dann holt unser Bergungsteam sie ab. Techniker Versenden. Ein interessanter Name. Versenden. Gut, das machen wir natürlich. Kein Problem. So, schauen wir weiter, was wir noch so haben. Ich glaube, hier drin ist nichts, so wie das aussieht von der Markierung her. Hallo. Schön, dass die Leute mich erkennen. So, ist da drüben was? Nee, ne? Nee. Dann gehen wir mal hier rein. Ich glaube, hier sollte es was für uns geben. Hallo, Freunde. Wer möchte mit mir sprechen? Ah, hier. Darket Tyrvian. Oder Tyrvian. Pathfinder? Darket Tyrvian. Ich weiß, ich wurde vorzeitig aus der Stase geholt. Meine Familie ist dankbar dafür, aber ich stehe in ihrer Schuld. Irgendwann wird jeder geweckt. Das mag sein, aber sie sollten zumindest auch davon profitieren. Ich betreibe jetzt Exostudien, aber in einem früheren Leben war ich Taktikexpertin. Wenn ich die Cat auf diesem Planeten mit Nachschub versorgen müsste, würde ich reindriften. Und es gibt nicht allzu viele Gravitationsrouten. Hier sind ein paar NAV-Punkte, die Sie auf Anomalien überprüfen könnten. Gute Jagd, Pathfinder. Vielen Dank. Das freut mich sehr, dass es auch Früchte trägt, dass wir jemanden früher aus der Stase geholt haben. Aber wir können ja noch so nochmal mit Darket sprechen. Vielleicht hat sie ja noch was anderes für uns. Meine Familie dankt Ihnen, Pathfinder. Aha, persönliche Einzelheiten. Erzählen Sie mir von sich. Darket Tyrvian, W84 Crispin. Ich habe mich der Initiative angeschlossen, um an einem ganz besonderen Ort niemand Besonderes zu sein. Ich stamme aus einer Militärfamilie,
aber ich wollte dieses Leben hinter mir lassen. Mit so vielen Leben, wie ich mitnehmen konnte. Allerdings habe ich allem Anschein nach einen Bruder verloren, bevor ich geweckt wurde. Er war in Anlage 2. Das tut mir leid. Nicht so leid, wie es den Cat tun wird, wenn sie uns hier bedrohen. Ich bin nicht hierher gekommen, um zu sterben, und das werde ich auch nicht. Tja, man muss halt auch sagen, es ist halt kein Spaziergang, den ihr unternommen habt. Es hätte auch sein können, dass wir alle sterben, die ganze Initiative. Wir sind einfach ins Unbekannte gereist, ne? Passen Sie auf sich auf, Darkett. Und Sie auf sich, Pathfinder. Klar doch, werde ich. So, aber hier drüben gibt es noch ein Terminal, an dem wir uns noch einen Auftrag abholen können. Prodromos Nachschubbericht. Bericht von Prodromos Versorgungsoffizier Jerry O'Donnell. Beginn des Logs. Die Nachschublieferungen unseres Erkundungsteams sind mittlerweile um 15% gesunken. Hätten wir mehr Leute zur Verfügung, würde ich sie losschicken, um sich vor Ort umzusehen. Aber ich kann niemanden entbehren und das kotzt mich an. Ja, es ist eine harte Welt und mir wurde gesagt, ich müsse mit bis zu 20% Verlust rechnen. Das heißt aber nicht, dass ich es einfach so hinnehme. NAV-Punkte von Orten verfügbar, an denen Nachschub verloren geht. Schauen wir uns an. Ich habe die NAV-Punkte der verschwundenen Vorräte verzeichnet, Pathfinder. Besten Dank. Alles klar. Wir rackern uns bestimmt nicht für die Lebensfähigkeit ab, um unsere Ressourcen dann einfach so abzuschreiben. Gehen wir der Sache aus den Grund. Gut, wir schauen noch mal kurz an das andere Terminal. Aber da gibt's noch keine Nachrichten. Kommt vielleicht noch irgendwann. Du bist einfach nur eine Händlerin, okay. Dann können wir diesen Ort erstmal verlassen. Tür öffnen wäre auch ganz gut. So, da drüben gibt's noch ein weiteres Quest für uns. Mal sehen, wo das Terminal dazu steht. Ob wir vielleicht nach oben müssen oder ob es hier unten mit ist. Nein, hier unten ist es, wie es aussieht. Ach, gar kein Terminal. Na dann, sag mal wieso. Da. Haben Sie dieses Beben gespürt? Wir registrieren in letzter Zeit größere seismische Aktivitäten. Aber ich weiß nicht, wodurch es verursacht wird. Da draußen geht irgendwas Merkwürdiges vor. Ja, irgendwas Merkwürdiges ist jetzt nicht sonderlich präzise, ne? Ein Erdbeben irgendwas oder ein Vulkan irgendwas? Ich tippe auf ein Relikt irgendwas, das uns vielleicht helfen könnte. Eos hat riesige unterirdische Flüsse, die wir nicht anzapfen können. Aber wenn wir diese Beben umleiten, könnten sie den Boden aufbrechen und uns die Bewässerung ermöglichen. Unsere seismischen Überwachungshämmer wären dafür perfekt. Ich brauche nur jemanden, der sie aufstellt. Bitte. Das klingt, als ob es eine ganz schlechte Idee wäre, Erdbeben nutzen zu wollen, um irgendwas aufzubrechen, damit man rankommt und die Ressourcen abschöpfen kann. Weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Was ist ein seismischer Überwachungshammer? Fox hat sie gebaut. Sie schlagen zu wie ein Dutzend Kroganer und verursachen unterirdische Vibrationen. Wir erhalten dadurch brauchbare geophysikalische Daten. Aber ganz ehrlich, hauptsächlich machen sie Spaß. Okay, ja, wir machen es einfach mal. Ich mach's. Sagen Sie mir nur, wo ich hin muss. Ich habe die Bereiche markiert, wo das Zentrum der Beben zu liegen scheint. Lösen Sie die Hämmer dort aus. Klar doch. Aber seien Sie vorsichtig. Die Beben werden schlimmer. Ist noch was, bevor Sie gehen? Ich habe kein Problem mit Beben und den Rest haben wir schon mal irgendwann mit ihr besprochen. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Niemals. Okay, ein weiteres Quest für uns. Was geht denn ab, Drake? So, wir schauen noch mal kurz auf die Karte, aber ich glaube, die Asari, mit der wir sprechen müssen, ist die letzte, die jetzt noch auf dem Plan steht. Das ist einfach nur eine Forschungsstation. Gut, ja, den Sender dann installieren, das können wir natürlich auch noch mitmachen, auf jeden Fall. Gehen wir aber erstmal zu der Asari rüber. Drake scheint sehr viel Spaß mit seinem Jetpack zu haben. Ich meine, ich benutze es auch gern, aber trotzdem. Mit Soldaten in ihrem Außenposten besser gefahren. Ich weiß, du bist ja auch ein Kroganer. Aber das hatten wir ja damals schon geklärt. Ich halte es für besser, auch als Signal, wenn wir einen Forschungsposten errichten. Ich glaube, das hatten wir alles schon. Und bislang scheint das ja gut gegangen zu sein. Da wir die Cat jetzt dann auch ausrotten werden hier auf dem Planeten oder zumindest ihre Basis zerstören, hoffe ich zumindest, wird das schon passen. So, wo haben wir denn die gute Dame? Da steht sie. Bewaffnet und gepanzert.
Da haben Sie Glück. Diese Ausrüstung hätte ich vor ein paar Wochen gut gebrauchen können. Ich bin Ryder, der menschliche Pathfinder. Lieutenant Harper, wir sind auf der Suche nach der Arche der Asari. Genau wie ich. Ich beobachte jeden Tag den Himmel und bete, dass sie den Kett-Angriff überlebt haben. Nach den Hinweisen, die wir gefunden haben, war es naheliegend, dass die Kett darin verwickelt sind. Ja, genau wie Schmerz naheliegend ist, wenn man sich verbrennt. Was ist passiert? Die Kett haben unsere Arche durch den gesamten Cluster gejagt. Aber das waren keine normalen Soldaten. Es waren Jäger, Elite-Killer. Keine der Archen ist bewaffnet. Ihre Chancen standen also schlecht. Sie haben immer weiter geschossen, um uns zu verlangsamen. Wir haben die Außenhülle eines kompletten Decks verloren. Eine der Brückenoffizierinnen, Sarissa so und so, hat den Evakuierungsbefehl erteilt. Hunderte von Leuten, die alle zu fliehen versuchten. Es war... Wo könnten wir nach der Arche suchen? Schwer zu sagen, aber sie hat ein Rettungsschiff gestartet, dessen Crew es wissen könnte. Vielleicht finden sie es ja, indem sie dem Transponder folgen. Die Tempest wurde dafür gebaut, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Wir schaffen das schon. Das Schiff heißt Periphona. Ich gebe ihnen seine Transponder-Codes und den letzten Flugplan. Und vielen Dank. Es tut gut zu wissen, dass nicht immer nur die Kett gewinnen. Mit uns sowieso nicht. Okay, wir haben Hinweise zur Asari-Arche damit erhalten. Und ich hoffe, wir werden noch ein bisschen mehr herausfinden, indem wir die Periphona finden. Von Volt aus sollen wir das Signal verfolgen. Okay. Haben wir wieder einen Grund, nach Volt zu gehen? Interessant, interessant. Und ich würde sagen, damit werden wir dann wohl mal die Untersuchung dieses Planeten starten. Und sobald irgendwas passiert, seid ihr dabei. Auf geht's! Weg von ihrem Schwarm, kleines Entchen. Kleines Entchen? Wer spricht da? Jemand, der Arbeit für Sie hat. Kommen Sie zu meinem Nav-Punkt, wenn Sie denken, dass Sie dafür bereit sind. Wollen wir dem nachgehen, kleines Entchen? Nennen Sie mich nicht so. Ist klar, dass Drag das gut findet. Wer zur Hölle ist das? Okay, wir schauen uns das Ganze an. Invictor, natürlich. An, irgendwann gehen einem die Namen aus. Ja, da war man sehr einfallsreich und ich würde sagen, wir installieren mal gleich hier vorne eine Drohne. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Denn hier scheinen wir ja direkt am Geschehen dran zu sein. Wir werden sehen, was sich so ergibt. Abbauzonen wurden Ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. Vielen Dank. So, Zeit, einen Sender zu errichten. Das Radio soll auch EOS erobern. Damit wäre ein weiterer Nachrichtenempfänger in Position. Oder eben ein Empfänger, natürlich. Gut, und damit gibt's jetzt auch hier die neuesten Nachrichten von der Nexus. Da freuen sich die Leute in Prodromos. Pathfinder, ich orte in der Nähe Ausrüstung der Initiative. Die habe ich auch gerade schon gesehen. Schauen wir doch mal. Also hier ist ein bisschen Relikt-Tech und drumherum ganz viel Geißler-Energie. Mal schauen, was hier geschrieben steht. Forschungsnotizen Anna Carroll. Wir hatten gestern unseren ersten Todesfall. Die Moral sinkt. Die Leute werden krank. Ich bin entschlossener als je zuvor, in diesen technologischen Ruinen irgendetwas Wertvolles zu finden. Ich weiß, dass es hier wichtige Daten gibt, aber ich kann nicht darauf zugreifen. Trotz meiner Fähigkeiten in der Entschlüsselung werde ich einfach ausgesperrt. Aber ich darf nicht aufgeben. Die Nexus verlässt sich auf uns als Speerspitze der Initiative. Ich werde weiter in Bewegung bleiben und hoffentlich etwas Nützliches finden. Besteht irgendeine Hoffnung, dass diese Forscherin noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich. Vor der Aktivierung des Gewölbes hat die Strahlung hier bei längerer Exposition zu tödlichen Gesundheitsschäden geführt. Okay, aber vielleicht hat ja wenigstens ihre Arbeit überlebt. Wir müssen die anderen Forschungsstätten finden.
Tja, damit gibt es wohl ein neues Ziel für uns, auch wenn sich jetzt nicht offiziell direkt ein Quest eröffnet hat dadurch. Suchen wir nach weiteren Forschungsstätten. Wer hat Ihnen das Schießen beigebracht, Harper? Ihre Haltung hat überhaupt keine Basis. Sie heißt Carita. Typisch für Asari-Elite-Soldatinnen, aber nicht für jeden geeignet. Ein Kroganer zum Beispiel würde dabei aussehen wie ein Wal beim Ballett. Immer noch besser als ein Salarianer, der am Deckenventilator hängt. So, Hammer Time! Wir werden den ersten Hammer installieren und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann aussieht hier, nachdem wir das getan haben. Gut, dass alles andere schon da ist. Packen wir den Hammer drauf. Okay, ich löse den ersten Hammer aus. Alle irgendwo festhalten. Ich gehe mal. Relikte von unten! Oh, natürlich! Was sonst? Komm, gehen wir mal drauf. Und noch mehr Hammer Time, denn ich habe wieder einen kroganischen Hammer in der Hand. Der war ein bisschen besser als das Asari-Schwert, das ich besaß, deswegen ist jetzt wieder Hammer Time angesagt. Wo ist denn hier noch Relikt-Tech? Da! Den jetzt gut zerrupft. Noch jemand hinter mir? Nein. Okay, dann warten wir kurz, bis er wieder da ist. Und schießen ihn zum Mond. Das hält einen auf Trab. Ziemlich großes Beben für ein paar Relikte. Platzieren wir den nächsten Hammer. Auf jeden Fall. Irgendwie ist mir das Beben dabei aber entgangen. Trotzdem, wir machen weiter. Gil hat den Nomad perfekt auf Eos eingestellt. Wir sind so gut ausgerüstet wie nur irgendwie möglich. Jeder Planet nutzt Tech auf andere Weise ab. Normalerweise so sehr, dass ich am Ende laufen muss. Noch mehr von Pibis Relikt-Technologie. Ha. Relikt-Technologie, die wir gern auslöschen wollen. Und vor allem gibt's auch wieder hier Spuren der Geißel. Vorsicht! So, wollen wir noch mal schauen, wie wir hier zurechtkommen mit denen. Muss ja sagen, Drag mit seinen Geräuschen, die er so im Kampf abgibt, macht einem schon ein bisschen Sorgen. Mhm. Sieh mal an. Die wollen wir uns gleich anschauen. Natürlich wieder ein Datenpad, was sonst. Lesen wir uns das Ganze doch mal durch. Forschungsnotizen Anna Carol. Ich kann seit Monaten nicht mehr atmen, ohne dass meine Lungen brennen. Aber ich kann jetzt nicht aufhören. Ich bin so nah dran. Nach wochenlangen Versuchen konnte ich endlich einen String von Informationen vervollständigen, die ich aus diesen Ruinen extrahiert hatte. Ich glaube, es könnte ein Positionsmarker sein oder ein Nav-Punkt. Ich werde ihm folgen. Mit etwas Glück finde ich etwas, was uns helfen kann zu überleben. Ich weiß, dass die Erbauer dieser Ruinen etwas zurückgelassen haben. Ich kann es spüren. Sam, hier wird ein Nav-Punkt erwähnt. Ich habe die Information extrahiert und ihrer Karte hinzugefügt. Dann wissen Grandios. Wir jetzt, was die Forscherin wollte. Gehen wir. Ich bin gespannt, was wir da finden werden. Wenn Sie eine Asari-Elite-Soldatin wären, würden Sie jetzt bald in Ehren in Rente gehen. Sieht aus, als würden sich Aasfresser an unseren verschwundenen Vorratskisten zu schaffen machen. Na, so geht's aber nicht. Also, unser Vorrat gehört schon uns, ne? So, dann machen wir uns mal über die Freunde her hier. Oh, hab ich jetzt gerade Cora getroffen? Okay. Ich würde sagen, die können wir auch mit dem Hammer zermatschen. Oder so. Aber das bringt uns unsere Vorräte auch nicht zurück. Tja. Das ist irgendwie ungünstig. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas retten können. Da drüben gibt es noch Relikttürme, aber ich glaube, die haben nichts mehr mit unserer mit unseren Vorräten zu tun, oder? Müssen wir hier noch was scannen? Aha. Bis
Bist du dir sicher, Sam? Ja, Pathfinder. Die Kisten wurden entsprechend der Standardprotokolle geöffnet. Es ist unwahrscheinlich, dass die hiesige Fauna dazu in der Lage wäre. Wir reden hier von Wanzen, Sam. Sie waren das ganz bestimmt nicht. Um das mit Sicherheit sagen zu können, sind weitere Daten erforderlich, Pathfinder. Manchmal bist du eine echte Maschine, Sam. Es gibt also jemanden, der uns sabotiert. Und ich würde sagen, sobald wir genug davon geöffnet haben, dass Sam auch Informationen daraus filtern kann, wisst ihr es als erstes. Auf seine Art ist dieser Himmel wunderschön. Unsere Leute haben einen langen Weg hinter sich. Nichts hier wird sie aufhalten. Seltsam, wie sehr einem ein Ort ans Herz wächst, wenn man dafür geblutet hat. So, schauen wir doch mal, was es hier gibt. Hier scheinen sich ja ein Parkett versammelt zu haben. Die sollten wir vielleicht mal wegräumen. Kommt, Jungs und Mädels. Die kriegen wir doch, oder? Hui! Schön, wie es ihnen an die Wand des Wagens geklatscht hat. So, mal kurz darüber geklatscht, das Ding. Naja, wir gehen schon in Deckung. Kein Problem. Haha, ich habe ihn sogar getroffen. Wahnsinn. Und zu dir können wir auch mal so hinkommen. Meinst du nicht? So. Das lief doch. Schauen wir uns mal kurz hier um. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas Interessantes. Ich orte in der Nähe ein Überwachungsgerät der Kent. Es wäre sinnvoll, es zu zerstören. Siehst du mal. Dachte ich mir doch, dass hier irgendwas ist. Reicht es, wenn ich da drauf schieße? Du meintest, das wäre ein Überwachungsgerät. Wofür wurde es benutzt? Zur Beobachtung der Kolonisten. Wie es scheint, sammeln die Kent-Daten über die Initiative. Jetzt schon? Können wir sie irgendwie aufhalten? Ich orte auch in anderen Lagern Überwachungsgeräte. Wenn sie aufspüren, kann ich die beste Vorgehensweise ermitteln. Das halte ich jetzt nicht für sonderlich überraschend, dass die hier angefangen haben, uns zu überwachen. Also, mal ganz ehrlich. Wenn wir hier ankommen und direkt eine Basis errichten und die Atmosphäre auf dem Planeten ändern und so tiefgreifende Änderungen hier auf dem Planeten verursachen, dann ist es nicht sonderlich verwunderlich, dass die auch Überwachungen anstellen und herausfinden wollen, wie sie uns vielleicht wegkriegen können. Schließlich sind wir ganz offensichtlich der Feind. Naja, ziehen wir weiter und erkunden den Planeten.